Hallo Freunde, willkommen zurück zu XCOM. Ja, es wird langsam Zeit, brennende Droiden zu löschen und nach Hause zurückzufliegen. Viel Spaß. So, schauen wir mal, wie weit kommt sie denn? Okay, sie kommt immerhin bis dahin. Finde ich komisch, dass mir jetzt keine Linie eingeblendet wird. Aber gut. Jetzt kommt's, ne? Also. Gut, das sollte den Feldposten auslösen. Problemlos. Und im Anschluss gibt es dann. Prozent ist ein bisschen wenig. Unser Heavy kommt nicht so weit hinterher. Das heißt, Holo-Zielen ist in der Runde nicht. Müssen wir es riskieren. Hau rein. Zwei Treffer bitte. Das war der erste. Sehr gut. Schade, aber okay. War noch in Ordnung. Das. Ja, das ist doch gut, kein Wasserschaden. So viel dazu. Das heißt, wir kriegen den Anzug diese Runde nicht mehr kaputt. Wir schützen unsere Leute. Müssen ja nicht mehr Schaden nehmen als unbedingt notwendig. Wenn wir dann schon dabei sind. Hier hat sie Deckung, hier nicht. Dann darf aber auch nichts von rechts kommen. Oh. Das ist eine ganz blöde Situation. Das heißt, wir fahren mal mit unserer Drohne vor und bauen so eine künstliche Deckung für unsere Leute. Ja, so gefällt mir das. Dann können die nächste Runde so richtig reinhauen. Und wir haben dann Holozielen verfügbar. Falls er sich jetzt zu weit zurückzieht, dass das mit den Nahkampfangriffen nichts mehr wird. Oh, das wird nichts. Gut. Was auch immer. Durch den Rauch durch. Ich bin ziemlich begeistert. Doch wirklich. Das ist ja fast schon ein Yay wert. Prozent ist ein bisschen wenig. Einmal Feldposten, nächste Runde nachladen. Sie, Heilerin, tralala. Feldposten. Oder vielleicht auch nicht. War da nicht noch ein Berserker dabei? Müsste schon hier unten stehen. Das ist unsere Heavy. Position bestätigt. Auch nur eine Sichtung. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Munition neutralisiert. Ah, sie als Sturmsoldatin könnte mal hier hochgehen. Dann sieht sie ganz bestimmt, wo der Berserker ist. Da zum Beispiel. 64% ist ganz okay. Danach muss sie nachladen, aber was soll's?
Oh, der war aber weit ab. Ja, komm, lauf. Trau dich. So, hier haben wir unsere Heavy. Mit Holozielen und so weiter. Beweg dich, dann ist mal wieder in Angriffsreichweite. Yay. Gar nicht so schlecht. Marvin hat zwar keine Munition, aber die braucht er im Moment ja auch nicht. Tja. Okay, kurze Bestandsaufnahme. Wer muss nachladen? Die Drohne muss nachladen, das wissen wir. Unsere Sturmsoldatin muss nachladen. Marvin muss nachladen. Das sind schon drei. So. Ich hatte jetzt auch keine Geräusche mehr auf dem Radar von wegen Mechsoldat oder Knurren von irgendwelchen Berserkern. Oder vielleicht habe ich die einfach ausgeblendet jetzt. Ich habe alles im Blick. Scheint jedenfalls so, als wäre es jetzt ein wenig ruhiger inzwischen. Oh, Freya muss auch nachladen, wie ich gerade sehe. Ja. Ja, das können wir mal bei Gelegenheit machen. Erstmal wollen wir nachladen. Doch, da ist noch mindestens ein Mech unterwegs. Oha. Gut, wir schauen jetzt nächstes Mal mit der Sturmsoldatin hier hoch. Oder ist das eine dumme Idee? Wahrscheinlich schon. Aber dumme Ideen sind die besten. Das machen die Aliens also zum Zeitvertreib. Immerhin spielen sie keine Computerspiele. Aber haben wir ein Disco auf dem Boden? Das ist viel besser, oder wie? Beinahe wie eine größere Version des Sektoids aus. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie? Wir sollten vorsichtig sein. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Ja, der ist irgendwie der Grund, weshalb wir hier sind. Den will ich auch unbedingt lebendig fangen. Könnte nämlich ganz lustig werden. Für 45%? Na. Echt nicht. Marvin auf der anderen Seite könnte ihn von dort vielleicht flankieren. Ziemlich sicher sogar. Das ist okay. Oder auch nicht. Ich glaube, die Leute werden langsam müde. Mission dauert jetzt auch schon eine Weile. Okay, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob ich weiter vorrücken soll und hier Druck ausüben soll. Dann steigt natürlich die Chance, dass ich aus Versehen das Boss-Alien hier erledige. Wenn der nämlich in den Feldposten reinrennt, kann das schon ziemlich gewesen sein. Besonders bei einem Crit oder so. In Ordnung, Commander. Halte Ausschau, Commander. Also ich
Ich weiß nicht, ich habe die Vorstellung, es wäre nur noch der Kleine und der Commander da oben. Unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Aha. Und die hatte auch noch das Betäubungsgerät dabei. Nicht nett. So gar nicht nett. Okay. Wir sollten hier vielleicht ein bisschen vorrücken. Und irgendwie die Gedankenkontrolle von dem Ding unterbrechen. Sonst muss ich meine eigene Soldatin abknallen. Oder sie knallt Leute für mir ab. Gott, wäre das hässlich. Immerhin, wir wissen ja, dass sie nichts trifft. Ja. Ach, was soll's. Kann sie von da aus vielleicht den Großen beschießen? Vielleicht doch nicht. Oh, verdammt. Es ist noch ganz schön weit. Aber Freya kommt hier mit ihren Raketenstiefeln hoch. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht ist der Flammenwerfer zärtlich genug, dass das Alien die Kontrolle verliert, aber nicht gleich drauf geht. Ich meine, wir müssen ihn sowieso noch auf 3 Life runterbringen. Oh, hör auf mit dem Mist. Oh, oh. Okay, das war's erstmal mit Feldposten. Au. Also, nicht, dass ich das irgendwie total fies finde oder so. Aber irgendwie schon. Bin schon da. Die Drohne ist recht schnell, aber durch die Position von dem Ding kommt die Drohne auch nicht mehr wirklich hin. Okay, und alle weiteren möchte ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, erstmal zurückziehen. Weil ich meine Soldaten echt nicht verlieren will. Weder die Sturmsoldatin, die gerade kontrolliert wird, noch den Rest von dem Haufen. Ich kann eigentlich nur hoffen, ich kann eigentlich nur hoffen, dass die Gedankenkontrolle wirklich unterbrochen wird, wenn das Alien Schaden erhält. Meine Position wird beschossen. Ja, mach dir keinen Kopf. Gut, das Ding hat 10 live. Unterwegs zu neuer Position. Bis zu 8 Schaden, wenn es kein Crit ist, überlebt es. 60% kritische Trefferchance. Wenn ich den Flammenwerfer mache, macht es nur 6 Schaden, dann überlebt es mit 4 und ich kann es nicht betäuben.
Wir machen das mal so. Wirklich schlecht ist, dass die Kontrolle nicht so, ja, scheint nicht unterbrochen worden zu sein. Na, dann tut's mir leid, dann muss er hinüber. Ich wollte ihn lebendig fangen, aber er kontrolliert die einzige Person, die das Gerät dazu hat. Okay, und irgendwas ist da noch lebendig. Alles wieder im grünen Bereich. Ja, das bleibt noch abzuwarten. Aber ja, es ist nicht mehr so düster wie noch vor ein paar Sekunden. Okay, irgendwas lebt auf jeden Fall noch von den Aliens. Könnten die noch einen Commander hier haben? Oder einfach noch so ein Kristalldings. Wir haben unsere Drohne, die kann sich ein bisschen umgucken. Außerdem will ich sehen, wie unser Kampfbus da runterfährt. Yay, das war unspektakulär. Unser Einsatz, Spaß und Kampfmobil. Ja, Alessia, Pitbull. Finde ich ja toll, dass du wieder zur Truppe gehörst. War ein bisschen erschreckend, dass du bei den anderen warst. Ich bin schon auf dem Weg. Das finde ich schön. Wird gemacht. Ja, eigentlich könnte ja noch was hier oben sein. Könnten natürlich einfach mal Marvin hochstellen und schauen, was passiert. Ach, ich glaube nicht, dass sie mit Marvin one-hittet. 20 Life ist ja doch vielleicht ein bisschen arg krass. Ach, richtig, der Nachzügler. Oh oh. Okay, da haben wir unsere Nachzügler. Die hatte ich in der Zwischenzeit mal wieder total vergessen. Soll aber kein großes Problem sein. Ich rücke vor. Gehe auf Feldposten. So, vielleicht kann Marvin von da aus schon was sehen. Vielleicht auch nicht. On my way. Enemy target in range. Okay. Okay, wenigstens das. Ach, was soll's, das nehmen wir mit. Sehr schön. Nee, sie kommt auch mit Sturm und Schuss nicht nah genug dran. Ist aber okay. Wir stürmen einfach mal ein Stück, weil sie da unten wieder Deckung hat. Mal sehen, ob ich es schaffe, den Kleinen noch irgendwie gefangen zu nehmen. Das war doof von mir. Den Feldposten hatte ich jetzt ignoriert. Ich dachte nicht, dass wir so nah rankommen. Hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Aber ja, ging nochmal gut. Mehr Glück als Verstand, aber alle noch unversehrt. Ja, wenn wir die Mission jetzt so abschließen, dann haben wir nicht nur keinen verloren, sondern selbst unser Heavy ist nicht ernsthaft verletzt. Das müsste alles noch
in der Rüstung gewesen sein. Verflixt. Nächste Runde den Kleinen gefangen nehmen. Könnte funktionieren. Ja, also das Schutzschild macht mir jetzt eigentlich kein großes Kopfzerbrechen. Der kann uns eigentlich nichts mehr. Selbst das ist keine Verletzung für Marvin. Das geht alles in seine Rüstung. Das spielt keine Rolle und im Nahkampf ist das Schild eigentlich auch hinfällig. Oh Mann, ist plötzlich nur 6 Schaden. Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie verarscht fühlen würde oder so, aber ich fühle mich eigentlich ziemlich verarscht. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, das wäre es gewesen für das Teil. Jetzt aber komm. Gut, bleibt nur noch der Kleine übrig. Und wenn ich den gefangen nehmen will, dann muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Einmal einen blöden Feldposten gesetzt und die Sache ist vorbei. Ich habe alles im Blick. Also wenn ich ihn in der nächsten Runde nicht kriege, mache ich ihn einfach lang. Ich will jetzt auch nicht ewig rumspielen. Ach, ja, richtig. Marvin kann sich ja noch reparieren. So, Pitbull, dann zeig mal, was du kannst. Okay. Na also. Anscheinend wendet sich das Blatt endlich zu unseren Gunsten. Mit diesem Gerät haben wir ihnen eines ihrer letzten Geheimnisse entrissen. Wir müssen so schnell okay. wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Ja, jetzt, wo wir ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass sie über diesen Verlust begeistert sind. Ich frag nicht, über wie viele Verluste ich nicht begeistert war in letzter Zeit. Okay, Operation Brennender Druide. Und nein, das ist kein Droide aus Star Wars, sondern tatsächlich der Druide Miraculix und so weiter und Konsorten. Oh Mann, okay. Getötete Aliens 22 und keinen verloren. Nachbesprechung. Ich erwarte eigentlich, da ohne Verletzungen rausgegangen zu sein. Vielleicht mit ein bisschen Glück sogar eine Beförderung von irgendwem. Erstmal Applaus, ja. Der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Verstanden, Voodoo 3-1. Wir sehen uns. Central out. So muss das sein. Yay. Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Partyhüte! Schnaps für alle! Und was trinkst du so? Uso! Ja, also in Russland darf es jetzt nie mehr Panik geben. Ich wäre eigentlich für eine weltweite Reduzierung der Panik. Um mindestens 5 Punkte. Das hätten wir uns verdient.
Der schwerste Weg. Ja, leichter macht uns nicht gemacht, glaube ich. Commander, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt. Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen. Psi-Soldaten! Yay, endlich! Verfolge das Hyperwellensignal. Okay. 3. Nett. Okay, befördigen wir ein paar Leute. Du bist unsere Heilerin. Spitze, spitze. Dichter Rauch. Rauchgranaten haben einen größeren Wirkungsbereich und erhöhen die Verteidigung um weitere 20. Ja, nett. Gefechtsdrogen. Rauchgranaten enthalten jetzt starke Stimulantien, die bei allen Einheiten in der Wolke den Willen um 20 und die Chance auf kritische Treffer um 10 erhöhen. Beides ganz nett. Wir benutzen den Rauch allerdings ausschließlich als defensive Fähigkeit. Wenn wir danach was beschießen wollen, laufen wir aus dem Rauch raus. Das heißt, ich benutze einen dichten Rauch, um die Verteidigung weiter zu erhöhen, denn wir benutzen es, wie gesagt, defensiv. Wir benutzen es nicht oft, aber wenn, defensiv. Da würde ich sagen, ist die Fähigkeit die bessere für unsere Spielweise. Freya wurde endlich in den Rang des Captains befördert. Reparaturservos oder Speichererweiterung. Okay, mehr Munition oder Selbstreparatur. Also die Selbstreparatur fand ich bei Marvin schon eigentlich nicht schlecht. Auf der anderen Seite mehr Munition zu haben, weniger oft nachladen. Zusätzliche Anwendung von heilender Nebel im Ernstfall natürlich super. Wir nehmen mal den, die Speichererweiterung mit. Und Marvin ist Colonel, das heißt, er hat den maximalen Rang. Absorptionsfelder. Jeder Treffer, der mehr Schaden verursacht als 33% der maximalen Gesundheit des Mechs, wird auf diesen Wert abgeschwächt. Lass mal überlegen, er hat 20 Life, das wären ungefähr 7. Ich weiß nicht. 7 Schaden auf einmal haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Aus mehreren Quellen ja, aber aus einer nicht. Und ich glaube, das funktioniert nur aus einer Quelle. Reaktive Zielerfassungssensoren. Der Mech bekommt in jeder Runde einen freien Schuss auf den ersten Gegner, der ihn angreift. Sofern dafür genug Munition vorhanden ist. Das wäre sowas wie ein automatischer Feldposten, wenn ich das richtig verstehe. Wir nehmen es mal mit. Das möchte ich ausprobieren. Gut, damit hätten wir unseren ersten Colonel. Ja, schick, schick. Oh, und ich habe gerade gesehen, durch die Beförderung hat Marvin jetzt natürlich 21 Trefferpunkte. Und damit sind es ziemlich genau 7. Gut, wir haben eine Sektuit-Anführer-Autopsie. Eine Hyperwellenkommunikation. Da fehlt noch irgendwas. Ein Hyperwellenleuchtfeuer. Jede Menge Illyrium und Alien-Legierung. Das ist spitze. 70 Meld. Buja. Eine Alien-Unterhaltung. Spitze. Und einmal Alien-Chirurgie beschädigt. Na, immerhin haben wir mal wieder was, was wir an Leute verkaufen können. Panik hat sich weltweit um 2 abgeschwächt. Das heißt, das sieht richtig gut aus, möchte ich wetten. Schauen wir mal ins Lagezentrum. Ach, guckt euch das an. Das ist mal richtig entspannt, oder? So muss das laufen. Oh, halt, wenn wir schon da sind, schauen wir mal kurz in den Schwarzmarkt rein. Hier haben wir eine beschädigte davon. 10 Credits. Okay, zugegeben, das ist jetzt nicht so der Kracher. Davon werden wir nicht reich oder so.
Was hat denn unsere Forschungsabteilung? Dass die Aliens dies vorhersehen konnten. Wir haben ihr gesamtes Nachschubnetzwerk zerstört. Damit ist es natürlich nicht vorbei. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ihre restlichen Schiffe finden und beenden, was sie angefangen haben. Also, was mir da überhaupt nicht in den Kram passt, warum sollten sie ihre Zentrale auf der Erde haben? Wenn die ein Weltraumfahrervolk sind, würde ich ein Mutterschiff hinter Mond platzieren oder so, wo man nur ganz schwer hinkommt. Und nicht, Entschuldigung, aber mitten in Russland eine Zentrale aufbauen, wäre doch ein bisschen doof. Okay, Technikabteilung. Der schmollt. Wahrscheinlich wegen dem Videospielkommentar vorhin. Was soll's? Okay. Ich würde sagen, wir scannen noch ein bisschen. Wir haben Präzisionslaser und eine versteckte Operation am Laufen. Und in 10 Tagen kommt schon ein Ratsbericht. Wie weit seid ihr eigentlich hier mit den Einrichtungen? 4 Tage. Ja, ich möchte hier nochmal ein Satellitenkontrollzentrum reinmachen. Damit wir alle unsere Satelliten hochschießen können. Und wir brauchen dafür natürlich demnächst auch noch ein neues Kraftwerk. Na, mal schauen, wie das wird. Vor allen Dingen brauchen wir dafür Kohle. Uiuiui. Aber immerhin, wir haben jetzt 125 Meld. Das heißt, vom Meld her könnten wir auch schon den nächst besseren Mech-Anzug bauen. Einen davon. Allerdings fehlt uns dafür noch die Kohle. Denn solche Anzüge sind teuer. 114. Aber immerhin, wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Die Alien-Basis hätten wir erledigt. Als nächstes nehmen wir Exalt auseinander. Wenn ihr wollt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.